Ja, herzlich willkommen bei LogiVest. Ich freue mich, ich habe einen Gast da. Das ist der Benjamin Russ von E.ON Drive. Und wir beide haben eins gemeinsam, beziehungsweise die Unternehmen, für die wir arbeiten, haben eins gemeinsam. Wir sind beide Member von Power of Logistics, der Initiative vom BVL Themenkreis Logistikimmobilien. Und deshalb auch herzlich willkommen, Benjamin. Erste Frage an dich. Was war eure Motivation, damit zu machen und sich der Initiative anzuschließen? Ja, hi Christian, erstmal schön, dich hier heute zu sprechen. Wir hatten ja jetzt einige Gelegenheiten schon in der vergangenen Zeit, aber jetzt auch schön vielleicht hier für die große Runde. Ja, was war unsere Motivation? E.ON Drive ist schon seit einigen Jahren im Bereich Elektromobilität aktiv, im Bereich Privatkunden sowie Geschäftskunden, vorrangig aber aus dem Pkw-Bereich. Das heißt, wir fokussieren uns vor allem auf Unternehmensflotten. Wir haben jetzt aber gesehen, es gibt halt einfach immer mehr Logistikfahrzeuge, die elektrifiziert werden wollen. Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, immer mehr Bedarf an CO2-neutralen Lieferketten. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, suchen wir uns mal einen Partner, der den Markt sehr, sehr gut kennt und ja, mit dem wir halt auch gemeinsam darauf eingehen können. Das haben wir uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und ein bisschen ausgetauscht. Hast du mir dann erzählt, ihr habt ein richtig spannendes Projekt in Schweden. Und weil ich dich gefragt habe, habt ihr so ein Best-in-Class-Projekt, wo ihr sagt, hey, da sind wir ganz vorne mit dabei und das funktioniert auch schon richtig gut in der Logistik. Und das, da sollte man einfach mal drauf schauen, wenn man sich für Logistik und den gesamten Prozess und wie da sich die E-Mobility entwickelt. Und das wäre super interessant, wenn du uns da mal kurz von berichten kannst. Ja, aber sehr, sehr gerne. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Da geht es um den Verkehr über die Öresundbrücke. Viele von den Zuhörern kennen die sicherlich. Das ist die, die Brücke, beziehungsweise dann auch der Tunnel, der Schweden und Dänemark, also Kopenhagen und Malmö verbindet. Ja, und damit im Prinzip ja auch symbolisch einfach ein, zeigt, dass ja, einfach oder symbolisch steht für die Überbrückung von Distanzen von Ländern. Und hier arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Wir arbeiten mit Volvo zusammen als Fahrzeughersteller. Wir arbeiten mit Ericsson Akeri zusammen, einem lokalen Logistiker. Und wir arbeiten mit der Firma Carlsberg zusammen, die dann entsprechend ihre Produkte transportiert haben möchte. Und wir als E.ON haben dort eine Ladelösung gesorgt, die ja, einen CO2-neutralen Transport, Lkw-Transport über die Öresundbrücke möglich macht. Wir haben eine Ladestation im Depot, wo die Fracht aufgeladen wird. Diese Fracht wird dann klimaneutral über die Öresundbrücke transportiert, bis hin nach Kopenhagen, wird dort entladen und dann auf dem Rückweg an einem Volvo-Standort, an einer E.ON-öffentlichen Ladestation noch einmal mit 300 kW zwischengeladen, sodass dann am Ende die Rückfahrt nach Malmö dann auch möglich ist. Eine wichtige Info haben wir noch und darüber freue ich mich sehr. Ihr seid dieses Jahr auf der Transportlogistik im Mai zu Gast an unserem Stand. Wir kooperieren da ein bisschen zusammen, zeigen bestimmte Produkte von euch und wollen natürlich so ein bisschen die Themen zusammenbringen. Also einerseits Logistik, Immobilien und wie kann ich denn eigentlich da meine energetische Versorgung planen? Und da haben wir uns so mit euch sehr viel Kompetenz rangeholt. Auch was darf man sich freuen, wenn man an den Stand kommt? Was sieht man von E.ON? Ja, man sieht unsere Ladelösung, man sieht den Depotmanager Truck. Wir fokussieren uns sehr stark auch auf das Thema Betriebsführung. Das heißt, wie können wir die Lösung, die Ladelösung im Betrieb für die Kunden attraktiv machen. Wir führen auch durch das Portfolio, durch das Ladestationsportfolio natürlich, was wir haben, durch unser Serviceportfolio. Aber vor allem freuen wir uns auf gute Gespräche. Einerseits, um vielleicht die Sorgen von einem ersten Einstieg und den ersten Erfahrungen der Elektromobilität, ja, um die zu nehmen. Und dann sprechen wir natürlich auch sehr, sehr gerne über über die individuellen Herausforderungen der Kunden, auch in der Langfrist. Und vielleicht, ja, entwickeln wir da sogar schon erste Ideen für
für so ein Gesamtkonzept. Ja, und da freuen wir uns, dass wir da bei der Logivest einfach auch mit auf dem Stand sein können und ja, und glauben, dass wir da uns sehr, sehr gut gegenseitig ergänzen können und da viele interessante Gespräche führen können. Da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf. Ich bedanke mich bei dir. Vor allen Dingen, du bist gerade derzeit in Japan. Wir haben ein bisschen Zeitversatz, vielleicht auch dafür für die ein oder andere Übertragungsqualität. Wollen wir uns bei den Zuschauern natürlich dafür entschuldigen. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns alle auf der Messe. Kommen Sie uns besuchen. Und insofern freuen wir uns im Namen von E.ON Drive und Logivest. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.